Dauert's noch lange? Soll ich dich abholen? Hm? Ob ich dich abholen soll? Komm rein durch die Tür! Ah ja. Was ist denn los? Schuhe aus, ja? Ach ja, das kenne ich doch. Sag mal, wie lange will ich eigentlich dieser Sklavenhalter noch ausbeuten? Es ist 9 Uhr. Nur dafür habe ich den ganzen Nachmittag frei gehabt und ich arbeite gerne abends, wenn niemand da ist. Naja, natürlich, weil du ja auch am Nachmittag immer einen Haufen Rendezvous hast. Ich dachte, du willst kein Wort mehr mit mir sprechen. Ich hab's mir überlegt. Ich verzeihe dir. Was willst du mir schon verzeihen? Du überlegst dir, bevor du frech wirst. Ich stehe am Anfang einer großen Karriere. Du? Wieso? Mein Erbonkel hustet. Wenn du nett bist, nehme ich dich in die engere Auswahl. Komm, sitz hier nicht so dumm herum. Gib mir lieber das Hemd, ja? Das da? Gib schon her! Ersten Kuss! Komm, mach keinen Quatsch, nicht ins Schaufenster! Komm, sei doch nicht so blöd um diese Zeit, sieht es doch kein Mensch, das Kaff ist doch wie ausgestorben! Nicht Johnny, bitte komm, Johnny, lass das so. Johnny! Johnny, mein Vater! Ach, Mann, hab ich einen Schreck bekommen. Und ich erst, wenn mein Vater uns gesehen hätte. Ja, und wenn schon, dein Vater ist ja auch mal jung gewesen. Aber das glaube ich nicht, der ist trocken wie ein Stück Holzkohle. Naja, also irgendwo musste ja wohl herkommen, ne? Aber wie dem auch sei, jetzt ist ja die Luft wieder rein. Hör doch auf, du siehst doch, was passieren kann. Hast noch immer nicht genug. Nee. Hallo, ihr beiden. Weitermachen. Nicht stören lassen. Es ist doch herrlich, so jung zu sein. Das muss man ausnutzen. Geniert euch nicht. Macht doch weiter. Naja. Von wegen trocken wie ein Stück Holzkohle. Der Alte ist spitze. Weltklasse. Hast du gesehen, wie der sich aufgetackelt hat? So kenne ich den gar nicht. Na dann mal ran. Goliath! Goliath, wo bist du? Goliath! Goliath! Go! Oh! Das ist doch die Höhe! Machen Sie, dass Sie rauskommen! Machen Sie! Dir werde ich was erzählen! Dir! Na, wo ist der Mann, der in diese Schuhe passt? Das möchte ich ein... Was erlauben Sie sich? Was treiben Sie mit meiner Tochter? Sie ist unhold! Ja, nur was Sie gesagt haben. Weitermachen. Wollen Sie sich über mich lustig machen? Wer sind Sie denn? Na, der Johnny Dahlberg, Herr Direktor. Ach, das weiß ich, halten Sie mich nicht für blöde. Ich meine, wer sind Sie denn schon? Immerhin, ich bin der Neffe von meinem Erbonkel Friedrich Eulau Aktiengesellschaft. Ach, das ist schon was. Das finde ich auch. 12 Millionen. 12 Millionen und? 12 Millionen. 12 Millionen. 12 Millionen. Herzlich willkommen. Ich meine, Sie müssen uns unbedingt am Sonntag mal besuchen. Mhm. Jetzt aber schnell, Kinderchen. Es ist schon spät geworden. Auf Wiedersehen, Herr Dahlberg. Ja, und einen schönen Gruß auch an Ihren Onkel. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Auf Wiedersehen. Herr Dahlberg, Ihre Schüchen. Nicht vergessen. Oh. Oh. Sag mal, wie findest du ihn eigentlich? Naja, er sieht ein bisschen blöd aus. Aber ich glaube, er hat Qualitäten. Mhm.